Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe HelloFresh geliefert bekommen und heute koche ich mit euch das erste Gericht aus der Box. Und zwar habe ich mich entschieden für Cheeseburger mit verstecktem Gemüse. Und ich finde, es hört sich richtig, richtig gut an und ich finde auch, dass es richtig, richtig gut aussieht. Das Unboxing von dem Paket sollte ich schon hochgeladen haben. Und mittlerweile habe ich auch so eine richtige HelloFresh Playlist. Die verlinke ich euch natürlich gerne mal. Könnt ihr gerne mal reinschmökern, falls euch HelloFresh interessiert. Ich meine, man kann ja sich auch inspirieren lassen und die Sachen mit den Sachen aus einem ganz normalen Supermarkt oder Discounter einfach trotzdem nachkochen. Man braucht ja dafür nicht HelloFresh bezahlen, sondern man kann sich auch inspirieren lassen von den leckeren Rezepten, die HelloFresh so zu bieten hat. Das ist ja auch das Schöne dran. Ansonsten kann man, wenn man das bezahlt, natürlich auch das einfach lochen und abheften. Dann hat man es nochmal für später. Oder man kann das einfach digitalisieren. Dann hat man auch nichts in der Wohnung rumliegen und hat das trotzdem. Jedenfalls ist die Sache sehr, sehr schön, sehr inspirierend. Ich finde ja persönlich, dass man mit HelloFresh so ein bisschen ja, vielfältiger kocht, so ein bisschen gehobener kocht, weil, ja, ich glaube, man kennt das. Es geht, glaube ich, allen so, dass man zu Hause so nur die, ja, 20 Standardgerichte hat, wenn überhaupt, ne, die man dann immer wieder kocht, bis es einem zum Halse rauskommt. Und HelloFresh bringt da genau die richtige Abwechslung mit in das ganze Kochspiel zu Hause. Und man kriegt alle Zutaten gleich mitgeliefert, hat dann gar keine Arbeit, man muss nicht in den Supermarkt. Und man hat dann halt einfach alles parat, was man dafür braucht. Und es ist sehr einfach und angenehm. Und ja, dafür zahlt man natürlich auch seinen Preis. Ne? HelloFresh ist nicht günstig, da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten. Ich habe euch, also falls ihr HelloFresh mal ausprobieren wollt, habe ich euch einen Code in die Infobox gepackt. Könnt ihr gerne benutzen. Ist so ein Freundschaftscode einfach von HelloFresh. Könnt ihr ein bisschen sparen. Ich kriege auch einen kleinen Boni und damit sind wir dann, glaube ich, alle happy. Ihr könnt aber auch, es gibt im Internet immer ganz viele Codes rumliegen. Also meistens hat man da sowieso Glück. Auch für Bestandskunden gibt es ab und zu mal Codes oder Aktionen, wo man sparen kann. Und wenn ihr neue Kunden seid, könnt ihr gerne auch meinen Code benutzen oder jeden anderen Code. So, das Unboxing, da kriegt ihr immer so eine Rezeptkarte bei. Ganz vorne ist halt das Bild, wie man es anrichten soll, was es natürlich ist. Hier steht auch noch, wie lange das ungefähr dauert. 30 bis 40 Minuten steht jetzt hier da. 1078 Kalorien, da muss ich immer ein bisschen schlucken, weil ich wollte jetzt wieder mit meiner Diät durchstarten. Bei HelloFresh kann man auch kalorienreduzierte Rezepte sich aussuchen. Schadet also nicht, in der Diät kann man trotzdem weitermachen. Nur, ja, Cheeseburger hat halt sehr viel. Am Tag 2 kochen steht hier immer noch so, also dass man halt ungefähr eine Ahnung hat, in welcher Reihenfolge das man kochen muss, wegen MHD und so weiter. Hier ist ja natürlich Rinderhackfleisch bei, ne? Hier ist dann eine Auflistung, was alles mit dabei sein sollte. Das sollte man natürlich kontrollieren, wenn man es unboxt. Und hier steht auch noch eine Nummer drauf, 34. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ihr kriegt ja so eine Tüte geliefert. Und die Tüte ist einfach so, wie es ist. Könnt ihr es in den Kühlschrank stellen. Und hier stehen auch Nummern drauf. Und das ist hier ist auch die 34. Das heißt, das passt sehr, sehr gut zusammen. Da kann man sich nicht vertun und da sind dann alle Sachen drin, die ihr fürs Rezept braucht. Und ja, ist dann alles schön beisammen. Deswegen ist die Zahl wichtig. Und die Rückseite ist eigentlich noch wichtiger, denn hier habt ihr meistens 6, manchmal nur 3 Bilder abgebildet, wie die einzelnen Schritte funktionieren. Das ist dann wirklich idiotensicher. Also auch jemand, der noch nie Kartoffeln gekocht hat und wirklich gar keine Ahnung hat von Kochen und das noch wirklich noch nie gemacht hat, mit dieser Beschreibung, mit den Bildern und unter den Bildern ist auch nochmal ein richtig guter erklärter Text. Also da kann man das wirklich nicht mehr falsch machen. Das ist echt idiotensicher geschrieben und das kriegt wirklich jeder hin. Das ist sehr, sehr einfach. Du brauchst dann zu Hause nur noch einen Topf, Pfanne, Messer, ein Brett natürlich, Salz, Pfeffer und Öl und dann kannst du starten auf jeden Fall. Und alles andere liefert dir HelloFresh. So, und jetzt gucken wir uns erstmal die Zutaten an. Brioche-Brötchen, das sind die hier. Oh, die riechen immer so gut. Kennt ihr so ein, oh, so ein frisches Brioche-Brötchen oder so ein Brioche-Brot? Das riecht immer so richtig typisch. Sehr, sehr lecker. Hier ist das Hackfleisch, Simmentaler Rind. Rinderhackfleisch, hier steht überall, also 300 Gramm. Und auch ein Datum steht da drauf. Ne? Das ist sehr, sehr gut verpackt. Immer ist auch extra immer
gut gekühlt bei euch ankommt. Das ist immer... Da wird immer, das wird, das Hackfleisch wird immer um so ein Kühlpad nochmal drum gelegt, dass wirklich nichts schief gehen kann mit den Zutaten. Ein Möhrchen, Käsemix, das ist Cheddar und Mozzarella. Kartoffeln, vorwiegend festkochend. Und ihr seht, das ist so ein richtig kleines, süßes Netz. Die Sachen sind alle für HelloFresh abgepackt und portioniert, dass wirklich das ankommt, was ihr für dieses Rezept braucht. Gewürzmischung, Hello Paprika. Eine Tomate, Salatherz, okay, das ist natürlich ein bisschen viel für Salat, für zwei Burger, das gebe ich zu, da wird was übrig bleiben. Saure Sahne, hier ist übrigens 70% weniger Plastik drin, das ist eine neue Eco-Verpackung, werben sie dann auch mit und schreiben es drauf. Und die Petersilie, genau, die habe ich schon ausgepackt, wie ihr seht, sehr, sehr frisch, also Zutaten machen wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Falls, kann ja immer mal sein, ne, euch irgendwas schlecht geworden ist oder die Verpackung den Transport nicht überlebt hat oder sonstiges. HelloFresh hat da so ein ganz nette, so ein Kundenchat. Und das ist wirklich sehr, sehr unkompliziert und ihr kriegt dann das Geld gutgeschrieben. Könnt ihr dann einlösen für die nächste Bestellung. Und ja, das ist ganz gut gelöst. Nachlieferung machen sie natürlich nicht, weil das würde nicht mehr rechtzeitig ankommen und ist wahrscheinlich auch sehr unwirtschaftlich. So, wir schauen jetzt, was der erste Schritt ist und dann starten wir. Kartoffeln ungeschält, je nach Größe vierteln oder halbieren, in eine Schüssel mit einem Esslöffel Öl und der Gewürzmischung vermengen. Auf einem Backpapier belegten Backblech verteilen, 25 bis 30 Minuten goldbraun backen und die Schüssel für den nächsten Schritt aufbewahren. Okay, ich wasche die Kartoffeln aber nochmal ab vorher, weil ich wasche alles ab. Alexa, stell den Timer auf 30 Minuten. 30 Minuten, ab jetzt. Für die Burger Karotte schälen und grob in eine Schüssel aus Schritt 1 reiben. Hackfleisch zugeben und alles gründlich vermengen. Hackfleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Burger Patties Form. Ach, das ist der Trick mit verstecktem Gemüse. Karotte schäle ich nicht, kann man nämlich mit Schale essen und ich brauche so eine Raspel und muss es waschen. Und in die Schüssel von Schritt 1 reiben. So. So, ich mag es pfeffrig. Hier habe ich meine Burgerpresse. Das Ganze müssen wir jetzt einmal miteinander vermengen. Ich nutze immer ein bisschen Folie, einfach damit es besser aus der Burgerpresse rausgeht am Ende. So, die Schale brauchen wir auch nicht mehr. Hände sind wieder gewaschen. Schritt 3. Für den Belag Blätter der Petersilie abzupfen und fein hacken. In eine kleine Schüssel saure Sahne, Petersilie mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Blätter vom Salatherz abtrennen, Strunk der Tomate herausschneiden und Tomate in dünne Scheiben schneiden. Burger braten. In eine große Pfanne einen Esslöffel Öl erhitzen, Patties hineingeben, Patties auf der ersten Seite 4 Minuten braten, wenden, mit Käse bestreuen und nochmal 4 Minuten braten. Und dann kurz beiseite stehen. Ich habe hier mein Erdnussöl, das bestelle ich immer im Internet. So, so viel braucht man nicht, weil es ist sehr viel Fett in den Patties drin. Also ihr Lieben, Hackfleisch habe ich jetzt einmal gewendet. Ich habe den Deckel drauf gemacht, weil ich möchte auch, dass es durch wird. Und ich habe sonst Angst, weil die Buletten so dick sind, dass es sonst nicht reicht. Die Burger Buns habe ich mit in den Ofen gelegt. Die sollen 2 Minuten einfach mitrösten. Ich finde, das ist sehr, sehr gut an diesem Vorschlag. Und dann müssen wir nur noch gemeinsam anrichten. Dann haben wir alles geschafft. Burgerbrötchen aufschneiden und 2 Minuten vor Ende der Backzeit zum Aufbacken der Kartoffelwedges in den Backofen geben. Schritt 5 sozusagen.
Ja, okay, ich habe ihn andersrum zusammengesetzt. Also ich finde, das sieht ganz gut aus. Ein günstiger Versuch. Genau, wir essen das jetzt. Zeitlich hat es genau hingehauen. Ich würde sagen, ich war auch ein bisschen schneller. Aber ja, ich musste am Ende dann noch auf den Ofen warten. Ja, und dann wird jetzt erstmal gespeist. Ich habe schon riesengroßen Hunger. Du auch? Ja, ich freue mich auch richtig drauf. So, Mahlzeit. Ich ramme hier erstmal den Mahlzeit. So ein breites Gesicht hast du gar nicht. Ich habe einen kleinen Kopi. Deswegen. Zack, zack. Also, wir wollten eigentlich nicht über meinen Arsch reden. Wir haben aufgegessen. Boah, es war mega lecker. Es hat super heißt, Popi ist jetzt doch ein bisschen größer. Meinst du? Soll ich mal fühlen? Ja, noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Soll ich mehr essen? Ja, mehr Mampfen. Mehr Burger essen. Also, Burger war wirklich super, super lecker. Also, ich bin ehrlich, ich hätte die Kräuter ein bisschen feiner hacken können. Fürs nächste Mal. Ich fand diesen Käse auf dem Burger übertrieben lecker. Was waren das für ein Käse? Cheddar und Mozzarella. Ah, oh, das hat übertrieben gut geschmeckt. Oh, no, no, no. Genau. Und auch das, der Cheddar Dip habe ich mir auch noch auf den Burger noch mit drauf gestrichen. War schon aber. Ich habe mir noch mal oben was drauf gemacht, damit er so richtig ins Brot reinzieht. Mm. Halt jetzt noch, also ich bin jetzt satt, aber jetzt so eine halbe Stunde später würde ich noch einen essen wollen. Übergut. Also, okay, sehr lecker. Also ein bisschen Dip war unten und oben am Burgerbun drauf. Ja. Kann man noch mehr machen, auf jeden Fall. Gut. Kartoffeln waren perfekt durch nach den 30 Minuten. Die Zeitenangaben, die sind da immer wirklich top von HelloFresh. Und ja, was soll ich sagen? War sehr, sehr lecker. Nur den Dip, die Kräuter hätte man feiner schneiden können, weil, ich weiß nicht, aber mein Vater hat das auch schon immer gesagt, Petersilie wird immer mehr im Mund, je mehr man es kaut. Und als Kind war ich so eine Petersilienverweigererin. Mittlerweile esse ich es, vor allem wenn es in so einem HelloFresh-Gericht einfach reingehört, ne, dann ist man ja so vernünftig im Alter und isst es mit, aber, aber wenn man es kleiner geschnitten hätte, wäre es noch ein bisschen besser gewesen. Ja, also. Für mich persönlich. Ich fand das sehr, 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 sehr gut. Das könnte man auf jeden Fall mal nachmachen und und was Karte hast du mich mit den Möhrchen gefragt? Ich dachte, warum sind denn die Möhrchen im Hackfleisch-Patty mit drin? Und das gehört so scheinbar hier in dem Gericht. Das hat sehr frisch geschmeckt, weil das war so wie Rohkostfleisch so innen drin. Das war sehr saftig dadurch und das hat sehr, sehr gut geschmeckt, fand ich. War lecker. Da hört es. Ja, also. Sock denkt immer, weil ich da Gemüse versteckt habe, dass das meine Intention war. Ja. Aber ich verstecke gerne Gemüse im Essen, hat er ja recht, aber diesmal kam es wirklich von HelloFresh. Ich fand das sehr lecker. Und ich hätte die Möhre einfach geraspelt und dann reingedrückt und ja, sonst nichts im Patty, halt Salz und Pfeffer, das war alles so. War super saftig, hat super gut geschmeckt, Und bei den Kartoffeln, die sollte man mit Öl bestreichen, aber ein Esslöffel Öl, also 10 Gramm Öl haben ja 90 Kalorien. Musste jetzt auch nicht sein. Das war ja mit der Soße und mit dem Dip super zusammen. Hat gut geschmeckt. Okay, das war das ganze Video. Absolute Empfehlung auf jeden Fall. War genügend Fleisch dran heute an dem Essen. Das ist ja für den Ozok immer jetzt besonders wichtig. Und falls ihr HelloFresh mal ausprobieren wollt und sparen wollt, könnt ihr gerne den Code aus der Infobox benutzen. Ansonsten auch jeden anderen Code. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist nämlich kostenlos und ich freue mich drüber. Außerdem verpasst ihr denn keine weiteren Videos von mir. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.